Willkommen in der Welt der digitalen Schließanlagen von Simons Voss. Heute stelle ich Ihnen den Glastürbeschlag von Simons Voss vor. Glastüren haben eine besondere Eigenschaft. Sie sind wesentlich dünner als Stahl- oder Holztüren. Daher brauchen wir auch eine besondere Lösung, damit wir den Komfort des Smart Handles auch an sehr dünnen Türen anbieten können. Zusammen mit dem Junior Office Schloss von Dormer lässt sich das Smart Handle bequem an jeder Glastüre anbringen. Für die Montage benötigen Sie lediglich einen 4 mm und 5 mm in den Sechskant Steckschlüssel, ein Cuttermesser und ein Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2. Die Glastüre muss 2 Bohrungen und 50 mm Durchmesser haben. Zunächst montiere ich das Schloss auf der Glastüre. Setze die Innenseite und die Außenseite auf das Schloss und verschraube sie. Nachdem der Grundkörper montiert wurde, wird der Alustreifen aufgeklebt und bei Bedarf gekürzt. Jetzt setze ich die Abdeckung auf den Grundkörper . Schraube den Grundkörper fest. Und danach montiere ich das Smart Handle. Die fest eingekuppelte Seite kommt auf die Innenseite. Das Kabel wird durch die PZ-Öffnung geführt. Die Außenseite wird mit dem Sicherungsring befestigt. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die beiden Erhebungen des Sicherungsringes zum Türblatt zeigen. Das Kabel wird durch die Öffnung geführt und das Schloss aufgesteckt. Und das Kabel verbunden. Das zweite Kabelende benötigen wir erst, wenn wir nachträglich eine Netzwerkkarte einbauen möchten. Jetzt setze ich die Abdeckung auf das Smart Handle. Zum Schluss fixiere ich die Abdeckung mit den Inlays. Viel Spaß mit dem Glastürbeschlag von Simons Voss.